immer schön ins Schwänzchen. Hey, Moment mal, der reagiert gar nicht. Immer schön hinten in den Schwanz reinbeißen. Ah, du entkommst mir nicht, 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 du entkommst mir nicht. Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survive Evolved von der Map Ragnarok mit der Eternal Mod. Ich habe in der letzten Folge diesen Poison Darbejara gezähmt, der Wahnsinn. Und den möchte ich jetzt auch mal gleich ein bisschen austesten, was der so kann. Ich will mal jetzt ein normales Tier suchen, einen normalen Standard-Karno oder so. Nicht irgendwas jetzt Eternal-mäßig krasses. Und will mal versuchen, ob ich den betäuben kann, mit wie viel Bissen ich ihn betäuben kann. Und vor allem, ob ich ihn dann auch ausnehmen kann entsprechend. Ist da hinten ein normaler Rex eigentlich? Wartet mal. Könnten ja mal, weil der hat hier 300.000 Leben. Der wird ja wohl einen normalen Rex platt kriegen hier, der Knabe. Was ist denn das da hinten am Baum, am Berg, am Bergbaum? Das ist doch ein Golem, oder? Rockelemente. 580. Holy Macaroni. Das ist heftig. Was ist das für ein Rex? Sehe ich gerade nicht. Mal Rex. Level 100. Normaler Rex ist das. Okay, ich muss mal dem Tapejara schnell mal ein Level abgeben. Ich muss den Löffel abgeben. Nein, um Gottes Willen, bloß nicht sowas sagen. Also, jetzt haben wir auch schönes Wetter wieder. Jetzt können wir mal hier so einen kleinen Luftangriff starten, würde ich sagen. Was ist denn da los? Der greift irgendwas an gerade. Oder er wird angegriffen. Nur von was? Von einem Eternal Elemente oder? Da wird auf jeden Fall geblitzt, Dings gerade. Irgendwas. Ach, das ist so ein. Okay, ich verstehe, was das ist, alles klar. So, warte mal, da ist. Was ist denn da hinten? Da ist wieder irgendein Prime-Tier. Ach, das ist ein. Ich verstehe, alles klar. Ja, gut, das ist ja kein Problem eigentlich, oder? Ich versuche mal. Ja, warte mal, da hinten ist noch irgendwas. Oder? Nee, ist alles gut. Okay. Ich gehe jetzt mal auf den Rex. So. Das war ja ein normaler Rex jetzt gerade, oder? Glaub schon. Ach, der liegt schon. Guckt mal. Da! Ein Biss hat ausgereicht, um ihn einzuschläfern quasi. Oh, guckt mal. Ist das nicht nett? Warte mal. Ich hoffe, dass Parazea ist jetzt nicht böse auf mich. Ich will den mal jetzt töten hier, damit ich das Prime Meat bekomme. Und vor allem das normale Fleisch. Jawoll! Level 100 Rex. Alter Schwede. Nicht schlecht. Und dadurch, dass er richtig viel Inventarplatz hat, der Tapejara, ist er nicht mal überladen. Alter, okay. Ich habe jetzt gerade sämtliche Probleme, die ich hatte, oder die ich vorher meinte zu haben, gelöst. Das heißt, der kriegt jetzt gleich nochmal ein bisschen Melee-Damage hier, der Freund. Er kriegt auch pro Klick kriegt er 1000 Leben. Das ist gar nicht schlecht eigentlich, oder? Wenn er so gegen irgendwelche Primes kämpft. Nicht schlecht. Oh, ah, nicht. Nicht landen jetzt. Wie konnte ich nochmal aufsteigen mit dem Tapejara? Das ging doch irgendwie. Ich muss mal gerade die Steuerung vom Tapejara nochmal kurz durchgehen. Irgendwie konnte man Sinkflug machen und Steigflug. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie das ging. Das müssen wir mal hier oben auf unserem sicheren Plateau mal ausprobieren. Mal schnell austesten. Die Tasten. Control. Ich dachte immer, Control wäre irgendwie landen. Ah, X ist aufsteigen. Jetzt muss ich nur noch die Taste für absenken. Ah ja, okay. X und C. Und rückwärts konnte man auch fliegen, genau. Das wollte ich nochmal gerade aufklären. Alles klar. So, wir wollen aber jetzt nicht das Risiko eingehen, dass wir jetzt darüber fliegen, wo die Drachen sind. Das habe ich in der letzten Folge ja schon erklärt. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt nur hier lang fliege und nicht da noch ein bisschen in den Wald rein. War nochmal die Erklärung. Könnt ihr euch auch nochmal angucken, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ist da wieder... Da ist ein Golem im Baum. Guckt mal, wartet mal. Da ist so ein Rockelemente im Baum. Aber die Frage ist, was für einer ist das?
Oh, das ist ein bisschen nervig beim Tarbejara, dass er so mitzieht. Da kann ich gar nicht richtig durch das Fernglas gucken. Rockelemente. 560, der ist echt in dem Baum da drin. Guckt mal da. Da ist der Rockelemente im Baum. Wieso spawnen die immer auf Bäumen? Was ist da los? Das ist nicht normal, meine lieben Freunde. Das ist nicht normal. So, jetzt interessiert es mich vor allem, ob hier noch irgendwas Interessantes ist zum Zähmen. Hä, warte mal. Was ist denn das da? Da ist ein ganz kleiner Mini-Stego. Der ist doch viel kleiner als der andere da drüben. Oder bin ich jetzt, habe ich jetzt was Optisches? Habe ich jetzt einen optischen Knall oder so? Stegosaurus, ein kleiner ist das. Hä? Die sind beide, das sind keine Special-Tiere. Ist das ein Baby? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Muss ich mir mal angucken jetzt. Der hier, der rechts ist doch eindeutig kleiner als der andere, oder nicht? Das ist doch ein Baby, hör doch auf. Das ist doch ein Baby-Stego. Steht das da irgendwie dabei? Nee, das steht nur Stego... E-Mail. Ah, das ist doch ein Kind. Was ist das hier? Hier ist ein Ei. Vom Dodo wahrscheinlich. Okay. Ist das bei Eternal so, dass da Babys rumlaufen? Das wusste ich gar nicht. Das ist mir aber sowas von neu. Aber cool. Das ist nice. Das finde ich gut. Wir haben ein Baby-Stego gefunden. Einen kleinen Baby-Stego. Oh. Also ein Jungtier. Der ist ja schon juvenile dann. Ich wusste echt nicht, dass die hier rumlaufen. Das ist ja interessant. Eternal ist schon eine interessante Modifikation. Es ist nur komisch, dass er nicht als Juvenile Stego bezeichnet wird irgendwie. Oh, was ist denn das da? Ein Terrorbird. Ach ja, das war dieser Prime oder... Nee, Alpha Terrorbird. So, wo fliegen wir denn jetzt noch hin? Ich möchte gerne noch mal ein bisschen... die Gegend erkunden. Aber ich möchte natürlich jetzt hier nicht unbedingt dahin fliegen, wo die Drachen waren, beziehungsweise die Weibern. Deswegen halten wir uns hier schön so ein bisschen drüben auf der anderen Seite. Und fliegen mal hier rüber. Da unten ist noch ein Allo. Der ist auch alleine. Ich muss mal gerade aufklären, ob das irgendwie ein Eternal-Tier ist oder ein normales. Nee, Allosaurus. Das ist ein Standard-Tier. Der hat auch keinen Boost. Ich muss ihn ja eh nur zweimal beißen, dann schläft er ja eh schon. Ah, schläfst du? Jawohl, er konnte einmal zubeißen und ist schon direkt eingeschlafen. Guck mal. Und er hat jetzt auch den Boost, das heißt, ich kann den jetzt hier schön töten. Sauber, da haben wir wieder ein bisschen Fleisch bekommen, weil wir Fleisch müssen wir ein bisschen farmen. Da haben wir nicht so viel. Und wir haben vor allem auch wieder Level bekommen. Ich steig mal ein bisschen nach oben. Kann ich mit dem Tarbejara so einen Bären einschläfern? Weiß ich nicht. Ich gebe dem nochmal Leben und nochmal ein bisschen Mini-Damage. Wie viel Torpor macht dieser Tarbejara? Ich müsste jetzt mal irgendwie bei einem Tier, das viel Torpor hat, das mal ausprobieren. Aber welches Tier hat bitte viel Torpor? Vielleicht dieser Prime-Bär. Oder einer von den Affen. Ist das eigentlich ein besonderer Hirsch da unten? Nee, es ist bestimmt wieder nur so ein seltsam eingefärbter Hirsch. Hält mich trotzdem ein bisschen fern von diesem komischen, verfluchten Tarbejara, weil ich nicht weiß, was der genau macht. Guck mal, der Diplo, das ist doch ein gutes Testobjekt. Der ist doch bestimmt nicht gleich von einem bis K.O. Das probieren wir jetzt mal aus. Also, du wirst jetzt mal von mir gebissen. Ach, der ist auch schon K.O. Der hat schon ein volles Torpor. 7000, Alter. Hoho. Das ist der Hammer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, dann haben wir ja sämtliche Probleme wirklich gelöst, indem wir den Tarbejara gezähmt haben. Bestimmt habt ihr mir das auch schon geschrieben, aber ich kann mich nur immer wieder entschuldigen, wenn ich spät auf diese Vorschläge reagiere oder es den Anschein hat, als würde ich so tun, als hätte ich das selber rausgefunden. Das Problem ist halt immer, ich nehme sehr viel im Voraus auf und ich versuche wirklich viele von diesen Dingen hier selber rauszufinden.
Und alleine schon aus der Tatsache heraus, dass ich im Voraus viel aufnehme, ergibt sich halt, dass ich dann manche Sachen halt selber rausfinde und dann auch entsprechend reagiere. Also wenn ihr das jetzt schon drunter geschrieben habt mit dem Poison Tafel Jar, dass ich den zähmen soll, dann tut es mir leid, aber ich habe das jetzt selber rausgekriegt schon. Ich versuche jetzt auch bei Ark, wie gesagt, sehr viel aufzunehmen, weil jetzt bald Aberration kommt. Und auch deswegen ist es dann auch ab und zu mal notwendig, zwischen den Folgen ein bisschen was mit Admin-Befehlen vorzubereiten, einfach damit ich bestimmte Sachen schaffen kann. Das ist leider so. So, aber so ist das. Und jetzt schwebe ich hier so ein bisschen durch den gefährlichen Teil dieses Bioms hier, dieses Murder-Murder-Snow. Da müssen wir ein bisschen schneller durch. Und hier unten ist jetzt der Redwood. Rotwood ist hier unten. Gehen wir doch mal hier in die Rotwood. Da unten ist schon wieder ein Bär. Es sind so viele Bären hier. Oh, was ist denn das? Ein gelber Tabejara. Elemental Lightning Tabejara. Jetzt ist halt die Frage, der wird wahrscheinlich richtig viel Damage machen. Da ist ein Poison Allosaurus. Das, was ist das da? Das ist auch irgendwas Spezielles. Elemental Poison Tabejara. Moment, was für ein Level hatte der jetzt? Habe ich jetzt nicht gesehen. 25, das ist auch wieder so ein Überbleibsel aus alten Tagen. Na gut, ich bleibe jetzt einfach mal ein bisschen in der Luft. Ich meine, ich kann ja hier ewig in der Luft bleiben. Das Tier verliert ja offensichtlich keine Stamina. Oder nur so wenig, dass es nicht ins Gewicht fällt. Was ist denn das da unten? Sind das zwei Thylakoleos? Zwei spezielle? Elemental Fire und Elemental, was war das andere? Elemental Fire war der eine. Bisschen schade, dass man. Beides Fire, oder? Beides Fire, Thylakoleos. Jetzt frage ich mich halt, wie kriege ich so einen Prime-Bären, wenn ich einen bekommen möchte? Ich könnte auch versuchen, mal so ein Behemoth-Paraceratherium zu zähmen. Das kann mich ja nicht treffen. Mit dem Tabejara bin ich ja viel schneller. 392 brauche ich da. An Torpor muss ich da verursachen. Es geht bestimmt mit dem Tabejara richtig gut. Und vom Tabejara aus kann ich da zusätzlich auch noch schießen. Ah, da unten ist das Schwein. Das Prime-Schwein. Und da rechts, da hängt irgendwie ein Hirsch fest. Ist das ein spezieller Hirsch? Bestimmt nicht. Feierbär, 240, Megalozeros. Da hinten ist ein Poison-Petri. Das wäre auch gar nicht schlecht. Allgemein noch einen zweiten Poison-Flieger zu haben, wäre nicht schlecht, glaube ich. Aber jetzt habe ich endlich auch Möglichkeit, ne, diese Tiere mal zu betäuben und zu zähmen. Da unten ist ein Blitzraptor. Das ist doch ein Lightning-Raptor, oder? Elemental Lightning Raptor. Level 85, 105.000 Leben. Das ist doch nicht schlecht. Aber hier war auch irgendwo ein Lightning Trike noch gewesen. Nur wo? Da wurde mir ja schon gesagt, dass ich den mal zähmen soll unbedingt. Also allgemein auch mal Lightning-Tiere. Dass ich Lightning-Tiere mal zähmen soll. Ich meine, wenn das schnell geht. Und es wird wahrscheinlich schnell gehen. Da hinten ist er doch, oder? War das nicht der? Warte mal. Ich glaube, das war der. Jetzt ist nur die Frage. Ah, nee, da ist Cursed gewesen. Nee, Cursed wollen wir nicht. Will den Lightning Trike gerne versuchen. Der hier irgendwo mal gewesen ist. Hier war doch ein Lightning Trike unterwegs. Das weiß ich noch ganz genau. Irgendwo hier. Oder ich hatte den nur verwechselt. Das kann natürlich sein. Wo ist der Lightning Trike? Den ich schon mal gesehen habe. Da hinten ist ein Griffin. Aber ein Griffin ist ja an sich eigentlich auch kein Thema mehr, oder? Also jetzt für den Tabejara würde ich mal schätzen, ist der kein Thema.
Griffin Level 15. Ja, Leute, wollen wir mal ein bisschen Spaß haben? Komm, wir wollen mal ein bisschen Spaß haben jetzt. Wir wollen jetzt mal unsere Übermacht mal ausspielen hier. Ich mache jetzt mal einen Hit auf den Griffin. Schlaf. Ja, und der Raptor macht ihn platt. Guckt euch das an. Nein, Moment, das lassen wir nicht zu. Meine Beute, meine Beute. Und der Griffin. Oh, der ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Hahaha. Om nom nom. So, und da kriegt nämlich der Tapejara wertvolle Löffel. Ja, crazy verrückt, meine lieben Freunde. Was war jetzt hier für... was ist das? Jetzt die Mega Neura, die würde mich jetzt killen. Das wäre so gut, ey. Da würde ich mich so kaputt lachen. Wo kommen die eigentlich her? Wusste gar nicht, dass die hier rumfliegen. Aber da haben wir schon wieder Level. Nicht schlecht. Nice. Wunderbar. Level, Level, Level. Level, 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 Level. Level, 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 Level. Level, Level, Level. Oh, hier ist nochmal ein Poison. Hallo. Und ganz viele Raptoren sind hier. Aber das sind normale Raptoren. Das sind keine krassen Raptoren. Und da ist ein Dödi. Das ist aber auch, glaube ich, ein besonderes, oder? Das ist ein verfluchtes Dödi. Hä? Ach so. Ich bin nicht gemein. Ich bin nicht angesprochen worden. Alles gut. Eternal Dödi Kurus. Interessant. Oh! Schnell nach oben. Ein Indominus fallender Rex. Indominus Fliegibus Rex. Tschüss. Gott sei Dank ist er zwar groß und stark, aber er hat ein Gehirn von der Größe einer Walnuss. Von wegen, sie sind intelligent. Oh, das ist ein Poison Rex da drüben. Wie viel Torpor hat er? Welchen Level hat er? Elemental Poison Rex. Oh, 180. Der hat 1 Million Torpor. Wie viel Primeat habe ich dabei? Aha. Ich habe einiges an Primeat dabei. Aber die Frage ist, wie viel Damage teilt er aus? Nicht, dass der meinen Tapejara mit einem Bissen töten kann. Das glaube ich nicht. Aber der musste auf jeden Fall, müsste der ja Torpor-Schaden verursachen, der Rex. Mal gucken, wenn er abgelenkt ist. Vielleicht jetzt zum Beispiel. Jetzt mal gucken, ob ich Torpor gemacht habe oder ob Poison-Tiere sich untereinander generell keinen Torpor machen. Das muss ich jetzt mal überprüfen. Ja, ich habe Torpor gemacht. 160.000 oder sowas. Oder 130.000. Er hatte ja vorher schon ein bisschen was. Auf jeden Fall... Warte mal, wenn der 1 Million braucht, wie viel brauchst du nochmal? 1 Million. Da muss ich ihn ja nur 10 Mal beißen und dann habe ich das doch schon. Wartet mal. Das machen wir jetzt mal. Das machen wir jetzt mal. Was für eine Range hast du? Was für eine Range hast du? Hast du eine Range? Hast du eine Range? Hast du eine Range? Was für eine Range? Was ist deine Range? Sag mir deine Range. Und ich zeig dir meine CD-Sammlung. Okay, du willst zu mir, ne? Du willst zu mir, du willst zu mir. Du willst mich, du willst mich. Du liebst mich. Du liebst mich wie nichts auf der Welt. Liebst du mich. Du hast aber schon wieder das Interesse verloren. Ich sehe das. Ich sehe das, ich sehe das. Ich bin nicht doof, ich bin nicht blind. Ich bin ein aufmerksames Kind. Moment. Warte, 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 warte. Immer schön ins Schwänzchen. Hey, Moment mal, der reagiert gar nicht. Immer schön hinten in den Schwanz reinbeißen. Ah, du entkommst mir nicht, 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 du entkommst mir nicht. Und? Ja! Ich habe ihn ernsthaft betäubt, ich raste aus. Das ist ja einfacher, als ich dachte. Wenn man weiß, wie es geht, ist das ja total easy, ey. Alter, okay, jetzt Prime Meat hier. Jetzt siehst du mal. Und ich habe den Indominus Rex, den habe ich richtig gut abserviert. Jetzt wird es nur ein bisschen schwierig, den dann nach Hause zu kriegen, ne? So ein bisschen. So, wir geben dir jetzt mal hier wunderbares Prime Meat vom Feinsten. Mein lieber Freund und Kupferstecher. So. Wie sieht's denn? Oh, der ist auch schon so 40% getamed. Warte mal, ich wollte dich doch noch ein bisschen von vorne angucken hier. Mein Kleiner. Wie cool ist das bitte? Wie cool ist das bitte?
Ja! Ich hab ihn schon sauber! Das ging ja schneller als gedacht! Das ging ja schneller als die Polizei erlaubt! Alter! Ja! Sauber! Jetzt hätte ich gerne einen Rex-Sattel. Oh, warte mal, wie viel Leben hat der? Das sind doch. Sind das 381.000, ja, ne? Genau. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. 268 Level. Und das ist ein Weibchen. Ja, da kann man mal knurren, aber richtig. So, du verfolgst mich ja schon, ne? Bist du mir am Folgen? Ja. Jetzt würde ich natürlich gerne mal wissen, ob der überhaupt von irgendwas angegriffen wird. Es war jetzt so einfach, den zu zähmen, meine lieben Freunde. Ich werde jetzt mal versuchen, den nach Hause zu ziehen, um mal zu gucken, ob der von irgendwas angegriffen wird oder ob der eigentlich immun ist gegen Angriffe, ob der ignoriert wird. Bin mal gespannt. Wir ziehen den jetzt mal nach Hause. So. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir den jetzt am besten langziehen. Das ist jetzt so die Frage. Auf jeden Fall nicht zum Idominus Rex, würde ich sagen. Genau, wir versuchen mal hier den Weg zu gehen, den wir jetzt eh schon gegangen sind die ganze Zeit. Du bist aber nicht auf Aggro, mein lieber Freund, oder? Kommst du zu mir? Gott, mach bloß nicht so eine Wendekreisaktion hier. Wir müssen jetzt hier Präzisionslauf machen. Also mal gucken, wo ich den jetzt lang manövriere. Das ist jetzt der erste Test. Geht der Poison-Allo auf den gezähmten Poison-Rex los? Nee. Ich glaube, da wäre er schon längst Akro geworden, oder? Ja. So, jetzt haben wir hier einen Griffin. Mal gucken, ob er den ignoriert. Den Rex. Vor allem, ob er mich ignoriert. Das ist auch so eine Frage. Ja, guck mal, der ignoriert den einfach. Ja, gut. Ey, mit dem Poison Rex können wir doch bestimmt alles betäuben jetzt, oder? Also ich meine, mit dem Tabejara kann ich ja eh schon fast alles betäuben. Zumindest an Landviechern. Aber das ist doch hier richtig übertrieben jetzt, oder nicht? Mit dem Poison Rex. Nur den da, den Kentrosaurus, den lassen wir mal noch in Ruhe. Oh, ein Baby, Dings, hier, Baby Para ist da gerade gestorben. Ein armes, kleines Baby Para. Schweinerei. So geht das nicht. Ist ja gemein. Aber schön, dass hier auch Babys rumlaufen. Das finde ich cool. Da ist der Trike. Der Blitztrike. Da ist der rumgelaufen. Warte mal, was für ein Level hat denn der? Lohnt sich das? 100. Hm. Ist nicht so gut eigentlich. Und mein Rex, der würde wahrscheinlich kurz einen Prozess machen. Hö, was ist denn da hinten los? Warte mal. Da war gerade irgendwie... Was ist das? Alpha Terror Bird. Und was ist das andere? Ein Elemental Poison Thylacoleo. Oh. Oh, Thylacoleo. Oh. Sehr schön. Mir macht nur jetzt eine Sache ein bisschen Sorgen. Wir müssen den Giga versuchen, den Giga sag ich schon, den Rex, versuchen hier über den Berg zu kriegen. Das wird mich sehr viel Leben kosten, weil er sehr langsam ist. Und vor allem, wir können ihn da nicht vorne rumkriegen. Wenn wir ihn da vorne rumlotsen, dann lotsen wir ihn direkt in die Wyvern rein. Und das geht nicht. Das heißt, wir müssen ihn hier oben rumlotsen. Komm mal mit, du Knabe. Aber der dürfte ja eigentlich keine Probleme haben hier. Was ist denn das da für ein Pteranodon? Ist das ein spezieller Elemental Fire Pteranodon? Nicht schlecht. Ey, wo hängst du denn wieder fest? Läuft er natürlich in die Steine rein, weißt du Bescheid. Ja, das Problem ist jetzt, wir müssen den über den Berg rüberkriegen. Und dann halt da über die Klippen rüber. Und dann an dieser Levelgrenze halt auch vorbei. Boah, guck mal, der Poison-Thylacoleo hat den Pteranodon, den Fire-Pteranodon einfach ausgenockt. Wir müssen vor allem hier rechts hoch, glaube ich, oder? Wir müssen durch den Mördersnow halt gehen. Das wird halt ein bisschen brenzlig. Okay, das sind die beiden. Die haben sich da gefunden irgendwie. Müssen wir mal gerade gucken. Nee, die machen jetzt gerade nichts, oder? So untereinander hier. Scheiße, ich habe Maiswürfel. Und der Rex hängt fest. Das wird ganz schön haarig. Bitte komm hierher. Komm hierher.
Jawohl, sauber. Und jetzt hier hoch. Hier hoch. Komm hier hoch. Hier rum. Ich glaube, ich muss mir eine Fellrüstung machen hier. Ohne Witz. Wo ist denn der jetzt? Wo ist denn der Rex jetzt? Ah, unter mir. Er ist direkt unter mir. Komme ich hier überhaupt rüber mit dem Rex? Ich glaube, es geht gar nicht. Also mal gerade nach oben fliegen, senkrecht. Ich müsste halt hier so hoch irgendwie. Sonst müssten wir... Oh Gott, dann müssten wir durchs Schneebiom. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Wir müssten dann da so vorne rechts... Da hinten rechts rum. Ich kann halt nicht vorne rumgehen. Das ist das Problem. Also ich kann nicht da, wo der grüne Obelisk ist, lang. Weil da die blöden Weibern unterwegs sind. Tötet er gerade die Wölfe? Nee, die Wölfe tötet der nicht, oder? Er läuft einfach dran vorbei. Okay. Die meisten Tiere hier scheinen ihn zu ignorieren. Das ist gut. Das heißt, meine lieben Freunde, ich lasse den jetzt mal kurz hier stehen und fliege mal ganz schnell raus aus dem Biom und heile mich mal kurz hoch. Ich könnte auch mit einem Sattel hierher kommen und ihn einfach dann sätteln. Ja, hier habe ich nämlich nur ein Dings. Ein Sternchen. Ja, das wird jetzt ein ganz schöner Eck, den nach Hause zu bringen. Aber was muss, das muss. Nein, jetzt kommt der. Ich hab doch U gedrückt, meine Fresse. Du läufst noch in den Indominus Rex rein, Mensch. Ich würde sagen, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved mit der Eternal Mod auf der Map Ragnarok. Und dann versuche ich diesen Rex nach Hause zu bringen. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.